Was geht? Jetzt willkommen zurück zu KickTV Uncut. Wir reagieren heute auf die verstörende Seite von YouTube Kids. Von Navex, mein neuer Lieblings-YouTuber anscheinend. Ja, der hat ein Video über YouTube Kids gemacht. Ist anscheinend sehr verstört, wenn man dem Titel glaubt. Wir gucken uns willkommen, Freunde der Minecraft-Pornos. Ich glaube, das Video ist jetzt schon gelb. Naja, jedenfalls wird es heute wieder super ekelhaft. Ich habe in früheren Videos ja schon mehrfach Leute kritisiert, die gerade im Kontext mit Minderjährigen sexuelle Dinge auf YouTube geteilt haben. Heute beschäftigen wir uns aber mit einer Plattform, die davon eigentlich nicht betroffen sein sollte. Dabei handelt es sich nämlich um YouTube Kids. Dort werden Inhalte explizit für Kinder hochgeladen. Doch ich sag mal so, wie sehr die für Kinder sind, das erfahrt ihr heute. Spoiler, es wird absolut, absolut krank. Und was bestimmte YouTuber damit zu tun haben, das erfahrt ihr ebenfalls heute. Wir fangen jetzt an. Ach ja, und lasst mal gerne ein Abo da, wir sind fast bei den 50k. Also, bevor wir jetzt zu dem Problem an sich kommen, müssen wir etwas backtracken und ein paar grundlegende Infos sammeln. Dafür gehen auch Credits raus an Shizuya, der hat ein ähnliches Thema schon vor ein paar Wochen thematisiert. Das, was wir rausgefunden haben, ist aber noch um einiges krasser. Trotzdem ist sein Video für unseren Kontext wichtig. Also, was ist eigentlich das Problem? Naja, 2018 gab es auf YouTube schon eine Art Bewegung namens Elsa Gate. Dort wurden Charaktere wie Elsa oder andere, eher Kinderseriencharaktere, stark sexualisiert und in merkwürdigen Situationen gezeigt. Das ging sogar so weit, dass in solchen Videos sichtlich minderjährige Charaktere gezeigt wurden, die irgendeinen sexuellen Bullshit gemacht haben. Eine Stufe schlimmer wurde es dann, wenn man tiefer in diese Ecke abtaucht. Dann hat man nämlich Videos von echten Kindern leicht bekleidet gefunden. Kein Witz, wirklich. In diesen Videokommentaren von diesen echt, wo das denn? Leicht bekleideten Kindern findet man dann Nachrichten, die eine Art Code versteckt halten, die einen auf externen Seiten weiterleiten mit kinderpornografischen Inhalten. Also ja, alles ganz chillig, normal, Digga. Oder so. Wäre doch jetzt nur extrem schade, wenn sich das nicht geändert hätte, oder? Naja, YouTube ist ja früher dagegen vorgegangen. Und dann war ja auch alles wieder in Ordnung, oder? Naja, ich wünschte, es wäre so. Darf ich vorstellen, Elsa Gate 2024. Ach gut, das ist das Bein. Boah, ich dachte schon. Mehr oder ich gucke hier mal, muss ich das VOD löschen? Nee. Mehr nicht oder deswegen. Weniger. Es gibt da so einen Kanal namens Kissy Show. Und ich sag mal so, mögt ihr Poppy Playtime? Ihr wisst schon, das Horrorgame mit diesen komischen Figuren. Ich habe das nie gespielt, aber jo. Ich glaube, selbst wenn ihr es nicht kennt und nur seht, ihr kennt das. Ich glaube, nach diesem Kanal hier habt ihr ein anderes Bild von diesen Charakteren. Ich meine, guckt euch das mal an. Da bekommt das Wort Fiebertraum ja eine ganz neue Bedeutung. Lass uns aber mal in so ein Video reingucken. Ich weiß doch auch. Das ist so, also ich mache ja auch Content, ne? Ich werde nicht mal auf so eine Scheiße kommen, sage ich euch ganz nicht ehrlich. Mehr. Ich finde den Content eigentlich voll normal, also keine Ahnung, was es hier dran auszusetzen gibt. Und wenn wir dann mal richtig ins Thema abtauchen und nach den Worten Elsa Pregnant suchen, frag mich nicht warum, naja, dann finden wir das hier. Ihr seht es ja, die Thumbnails sagen genug aus, denke ich. Wobei ich finde, dass dieser Kanal hier da noch einiges drauflegt. Guckt da mal rein. Ich meine, was zur Hölle? Kurzer wichtiger Einwurf, bevor es jetzt weitergeht. Ich habe heute meine Kanalmitgliedschaften aktiviert, das heißt, wenn ihr doof, wenn es sowas auch in Minecraft gibt. Und da kommt die Minecraft Monster School ins Spiel. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Naja, das sind Minecraft-Lernvideos so auf lustig. Eben eine Minecraft-Schule. Da machen zum Beispiel Monster aus Minecraft irgendwas Lustiges, ebenso Unterhaltungsstuff. Jetzt haben nur einige diesen Hype um den Namen Minecraft Monster Schule für etwas, naja, sagen wir mal, anderes benutzt. Ich meine, wenn man Minecraft Monster School sucht, springt einem sofort sowas ins Auge. Gucken wir da mal rein. Egal, irgendwer masturbiert da drauf, ne? Ihr denkt, das ist schlimm? Gucken wir mal in das Video von Skullgirl mit dem Titel Help Zombie Turned... Ich glaube, ich lösche das VOD lieber mal, also nicht wundern, wenn das nicht da ist. Und du Skibby Toilet versus Hero Brian versus Alex? Naja, wir gucken rein. Macht mich schon noch ein bisschen geil jetzt, muss ich sagen. Geil, das natürlich. Hexlux, dankeschön für den Prime-Sub.
Naja, ihr seht, das kann ja nur gut werden. Ich meine, allein das Zombie-Life zeigt ja schon, es gibt leider zu viel davon. Aber hey, immerhin steht cute im Thumbnail, oder? Ja, ich sehe schon, das ist richtig cute. Verinnerlichen wir das Ganze jetzt mal. Pädophiler Fetisch-Content auf YouTube mit Kindercharakteren. Und YouTube macht gar nichts? Naja, zumindest kriegen sie nichts hin. Wäre doch jetzt nur schlimmer, wenn das Ganze auch auf YouTube Kids so ist. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Für alle, die jetzt aber nicht wissen, was YouTube Kids ist. YouTube Kids ist eine Plattform, wo nur kinderfreundliche Inhalte erscheinen. Beziehungsweise erscheinen sollten. Mit einem Haken kann man nämlich bestätigen, dass ein Video nur für Kinder ist und so landen solche Videos daneben auf YouTube Kids. Manchmal werden sie aber auch so eingerankt, warum auch immer. Diese Version von YouTube hat doch theoretisch einige Vorteile, wie zum Beispiel härtere Filter, Eltern- und Kinder-Accounts sowie keine Kommentarsektion, also alles, was das Ganze kinderfreundlicher machen sollte. Und das merkt man ja auch an dem sehr kinderfreundlichen Design. Aber allein an der Startseite merkt man ja schon, dass das Ganze hier super interessant wird. Indem man nämlich das Alter seines Kindes eingestellt hat, gelangt man auf eine modifizierte Seite von YouTube, wo man zwischen Empfehlungen, Spielen, Musik und so weiter aussuchen kann. Interessant ist aber auch, welche großen YouTuber man da findet. Dazu aber später mehr. Jedenfalls gibt es schon auf der Startseite bzw. in der Suchleiste eine kleine Red Flag. Also meine Kinder nutzen YouTube Kids, ich muss da mal im Verlauf nachschauen. Das ist schon, also dick, das ist, also, das, da, also dass YouTube da nichts macht, also ich meine, wenn die Videos selber so ranken, ist schon schlimm genug, aber wenn solche Videos wirklich als YouTube Kids eingerankt werden, Digga, dafür sollte man gestrikt werden, so offensichtlich halt, ne, also ich will jetzt auch nicht, dass, wenn mein Sohn da auf YouTube unterwegs ist oder so irgendwann, dass der da solche Videos sieht, das geht halt gar nicht, ne. Die eigentlich schon zeigen sollte, worauf das Ganze hier hinausläuft, dann gibt man die Buchstaben SE ein, dann, naja, ihr seht, was man dann findet. Sollte mich das auf einer Kinderwebsite schon mal abschrecken, beziehungsweise warnen, naja, vielleicht. Aber wir wollen natürlich den angemessenen Kindercontent sehen, wofür die Seite ja laut Beschreibung offensichtlich da ist. Ihr wisst schon, Kinder-Safe-Space, hier sollte es ja nichts komisches geben. Naja, suchen wir mal nach dem Begriff, der uns hier auch schon vorgeschlagen wird. Da kommen wir nämlich auf eine Seite, die neben iCarly-Fuß-Videos doch ganz andere Dinge. Das muss ich mir nachher mal angucken. Nämlich zum Beispiel dieses Video. Anime del Asombroso Circo. Ach, ich hab da auch keine Ahnung. Das Video hier auf jeden Fall. Ich lasse euch das jetzt mal bis zum Ende abspielen. Y confiesa que no quiere vivir en el circo sin ella. Años después ellos se reencuentran en el mundo real y recuerdan sus aventuras en el circo digital. La serie se llama El Asombroso Circo Digital 1995 y fue creada por el artista Louis Watt. ¿Te gustaría ver esta historia animada? Na, habt ihr es gesehen? Zwischen dem sehr, sehr fragwürdigen Video ist ein Twitter-Profil. Gucken wir da mal drauf. NSFW Content. Hier wird ein Cartoon-Porn-Twitter-Account beworben. Auf YouTube Kids. Selbst auf normal YouTube wäre das derbe grenzwertig. Ich meine, bei dem Video wurde ja offensichtlich angekreuzt, dass es für Kinder ist. Was zur Hölle? Und das ist nicht das Einzige. Was euch sicher schon ins Auge gesprungen ist, sind diese sehr sass aussehenden Minecraft-Videos. Gucken wir doch mal in eins rein. Digga, dafür gibt's eine Community, da. Ja, genau. Wir sind hier angelangt. Bei einem kleinen Mädchen, das für ihren Vater tanzt? Das wird aber noch schlimmer. Gucken wir uns mal ein anderes Video an. Oh nein, bitte nicht. Ah, ein Oh, ich dachte, der wird draufgesetzt. Kleiner Junge in einem Neko-Mate-Kostüm und der spielt mit einem Pisten, der auf und ab geht. Der Vater drückt ihn dann an sein... Naja, okay, stimmt. Das ist auch schon schlimm genug. Eine Wange, der Junge wird rot und der Pisten bleibt oben. Ach so, wenn es nichts anderes ist. Das Ganze wird jetzt aber noch schlimmer. Und ja, das geht. Denn wenn man die Titel ins Deutsche übersetzt, kommt sowas raus wie, was wäre, wenn jeder einen Mund hätte? Natürlich ist das nicht 100% accurate, aber der Kontext liest sich ja raus. Wo bin ich denn hier gelandet? YouTube Kids, aka die tolle, sichere Plattform für Kinder, ist es auf jeden Fall nicht. Aber auch solche Videos. Oder sowas. Ja, alles klar, Digga. Junge. Da wird offensichtlich auf Kinder gegeiert, die mit irgendwelchen Erwachsenen kuscheln. Ich weiß doch auch nicht. Das Ding ist, auch diese Anime Uwu 02, keine Ahnung, wie man das nennt, Tänze, die werden da auch mitgenommen. Auch mit Kinderfiguren. Wir gucken mal in verschiedene Videos rein. Also ich werde auf jeden Fall YouTube Kids sperren.
Das hat halt nichts auf YouTube. Gerade nicht auf YouTube Kids und sonst irgendwo auf normalen Plattformen zu suchen. Auch die Titel dazu, wie Vorgeben, vor Bakas-Kun Chibi zu schlafen, naja, das muss halt nicht. Das Ding ist, auf YouTube Kids sind noch ganz andere Probleme unterwegs. Und zwar gibt es auch bekannte YouTuber. Kann er jetzt auch dieses Fußvideo von Alkali zeigen, oder? YouTuber aus Deutschland, die diese Pregnant, also Schwangerschaftsdinger, super ausgeschlachtet haben. Und die irgendwie auf YouTube Kids gelandet sind. Beispielsweise, Polizistin bekommt Baby im Gefängnis. Oder, um das Ganze noch schlimmer zu machen, Emilys Po wird von Bienen gestochen. Digga, ist das ein Brazilian Buttlift? Was ist denn das? Wahre Kenner wissen jetzt aber schon, um wen es sich handelt. Richtig, um Lami. Der hat nämlich vor ein paar Jahren genau so einen Content gemacht. Gucken wir aber mal in das Emilys Po. Drake schaut nur YouTube-Video rein. Emily? Zieh deine Rüstung an. Was soll das denn? Okay, lass uns einfach. Stimmt, da hab ich auch selber ein Video damals zu gemacht. Mit Eiterbeule und so weiter, die auch Kindercharaktere da krass sexualisiert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt. Oh Gott, mein Popo, aua, ich muss schnell weg hier. Ja, richtig, die läuft die ganze Zeit in dieser Unterwäsche rum. Und wieder mal auf YouTube Kids. Ich weiß ja, dass es komische Menschen auf dieser Welt gibt. Aber auch welche im deutschen Raum? So komisch? Wirklich? Aber na gut, gehen wir mal weg davon. Sonst wird wieder von der Lami-Bubble auf irgendwelchen Community-Discords über mich geschrieben. Und das wollen wir ja wirklich nicht. Naja, warten wir mal ab, ne? Wir gehen jetzt, wie gesagt, weiter. Ich hätte gerade Lust auf ein bisschen Musik, zu der ich viben kann. Die gibt's sogar auf YouTube Kids mit Musikvideos. Na, das ist ja noch... Okay. Ah, ach so, Roblox also auch. Ich meine, wundert's mich eigentlich ja nicht. Ich glaube, dieser Plattform, gerade YouTube Kids, kann man nicht mehr helfen. Und dass bestimmte YouTuber aus Deutschland da mitziehen für ein bisschen Geld, naja, ich weiß ja nicht. Das Ganze in Real-Life-Version gibt's tatsächlich aber auch. So wie in dem Video hier, wo eine schwangere Frau im Meer genauestens gefilmt wird. Wir gucken da auch mal rein. Na... No. Oh, mais Emma, attends, mais t'as un truc sur toi là, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais je suis choqué. Mais c'est quoi? Ich meine, klar, sie hat da einen Oktopus am Bauch und das ist lustig, aber der Grund für das Video ist ja offensichtlich was anderes, wenn man sich die restlichen mal anguckt. Aber ich sag mal so, ich habe da auch einen Kanal gefunden, der verdient ein ganz eigenes Video. Aber kurz mal angerissen, guckt euch mal dieses Thumbnail an. Was für ein Elternteil muss man sein, wenn man solche Bilder bzw. Videos von seiner Tochter ins Internet stellt? Und das Ganze mehrfach und viel schlimmer. Naja, die heben wir uns mal für ein anderes Video auf. Es ist jedenfalls super schwierig, weil hier so viele komische Fetische und Videos ausgelebt werden. Ich meine, I was pregnant... Also ich verstehe auch den Sinn nicht, warum auf YouTube Kids, also, hä? And at the same time as my best friends in Roblox? Warum? was zur Hölle? Aber auch die offensichtliche sexuelle Darstellung von Kindercharakteren. Alles irgendwie nicht so YouTube Kids-like, oder? Oder wollten die mit YouTube Kids eine Plattform über Kinder-Content machen? Über speziellen Kinder-Content? Naja, dann hat das Ganze auf jeden Fall geklappt. Wenn es aber ein Safe Space sein soll, dann eher weniger. Ich meine, was soll ich noch sagen? Wir haben uns durch die Tiefen der Abgründe von YouTube Kids gegraben und mussten leider feststellen, dass auch diese Plattform alles andere als sicher für Kinder ist. Also, ich würde sogar Real Talk sagen, ich würde meinen Sohn lieber auf meinem normalen YouTube-Account rumscrollen und soll er da Videos anmachen, als auf YouTube Kids unterwegs zu sein. Also jetzt mal wirklich, Digga, bei mir werden irgendwie Fußballvideos und so weiter vorgeschlagen, kann er ja gucken. Aber YouTube Kids, da muss man ja echt Angst haben, dass der so einen komischen Content sieht. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, das kann ich nicht monetarisieren, ne? Vielleicht mit dem nächsten Placement oder so. Weil ich habe YouTube Kids halt noch nie genutzt. Mich würde mal interessieren, also rutscht man da rein? Ist die ganze Seite so voll oder? Im Gegenteil, sie ist eine absolute Gefährdung. Viel schlimmer, dass sogar deutsche YouTuber ebenfalls so einen Content produzieren, auf gewisse Weise, und damit noch erfolgreich haben, ist halt ein Armutszeugnis. Von dem Schwangerschaftszeug, dem Minecraft-Sexualisieren von Kindern und so weiter, da will ich gar nicht weiter drüber reden. Ich habe das Gefühl, wenn man noch weiter recherchiert, findet man dann auch ganz andere Dinge auf der Plattform. Ich meine natürlich außer das Bewerben von NSFW-Accounts auf der Kinderplattform. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Zeug in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über solche wichtigen Themen erfahren möchtet, lasst gerne ein Abo da. Joint mir im Discord oder folgt mir auf Insta, wie auch immer, worauf ihr Bock habt. Alle Links sind in der Beschreibung. Checkt die Kanalmitgliedschaft aus, wird mir super viel bedeuten. Das war's jetzt mit dem Ponyhof. Ja, sehr, sehr starkes Video. Krass auf jeden Fall. Also ich wusste schon, dass weirde Videos bei YouTube Kids durchaus mal hochgeladen werden. Oder dass es Leute gibt, die so verstörende Videos machen. Wie gesagt, ich habe ja auch mal vor ein paar Jahren so ein Video über so Minecraft-YouTuber gemacht, die so minderjährige Charaktere da komplett übersexualisiert haben. Ja, aber gut recherchiert, gut zusammengestoßen. Gut recherchiert, gut zusammengeschnitten. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, ne? Ja, ich glaube, YouTube Kids steht immer mal wieder in der Kritik, ne? Aber ich finde es krass, dass sie dagegen auch nichts machen. Also, dass das für die anscheinend in Ordnung ist, finde ich halt heftig, weil es ist jetzt ja auch kein
kein kleines Problem, dass das jetzt mal ein, zwei Videos sind, wo man sagen kann, gut, sind durchgerutscht, sondern das ist ja wirklich da anscheinend eine komplette Community, die da weg ist, ne? Ah, Junge.